DFL-Präsident Reinhard Raubal stellt sich 2019 nicht zur Wiederwahl. Nach intensiven Überlegungen habe ich mich entschieden, im kommenden Sommer nicht erneut für ein Amt bei der DFL zur Verfügung zu stehen, teilte der 71-Jährige am Montag mit. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Raubal führt die deutsche Fußballliga, DFL, die aus dem Ligaverband hervorgegangen war, seit 11 Jahren an. Außerdem ist er Präsident von Borussia Dortmund. Wenn der Weg in die Zukunft bereitet ist, ist es nur folgerichtig, dass ab diesem Zeitpunkt auch Jüngere in einer neuen DFL-Struktur Führung und Verantwortung übernehmen, sagte der Jurist. Über diese Entscheidung habe ich die Kollegen im DFL-Präsidium informiert. Mein Entschluss bezieht sich ausschließlich auf meine Tätigkeit bei der DFL und nicht auf meine Zukunft bei Borussia Dortmund. Mehr zum BVB.